Jeder ist in der materiellen Natur mit anderen Eigenschaften ausgestattet, die von der materiellen Natur für die Seele bereitgestellt werden. Das habe ich schon damals bei der Wahl 2021 gemerkt. Ich interessiere mich normalerweise nicht für politische Sachen so sehr, aber ich habe die Horoskope verglichen, Laschet und Scholz. Und damals sagte ich zu meinen Freunden, ja, Laschet hat eigentlich die besseren Sterne, hat das leichtere Karma. So, deswegen habe ich auf Laschet getippt. Da ich ein Square von Saturn und Sonne im Horoskop von Scholz entdeckt hatte, und Sonne natürlich ist der König im Chart, und Saturn bedeutet Enttäuschung. Das heißt, der König wird gestürzt, der König wird beleidigt, der König muss einstecken, wird mit Tomaten beworfen. Und wenn solch eine Person dann zur Macht kommt, wird diese Person Schwierigkeiten haben. Vor allen Dingen, wenn sie auf dem Gipfel steht von Aufmerksamkeit. Und ich möchte in dieser Diskussion keine Partei ergreifen. Für mich ist es einfach wichtig, astrologisch aufzuzeigen, wie Dinge funktionieren. Wir können sehen am Beispiel Kanzler Scholz, wie er jetzt diese Demütigungen einkassiert. Also die Situation ist erkennbar. Die zeigt sich vor unseren Augen. So genauso ist es auch bei den Coachen. Ich habe mir jetzt auch einen rausgepickt von den Coachen, über die gesprochen wurde, Damian Richter, der am 10.12.1976 geboren ist. Er hat das Horoskop von einem Coach, könnte man sagen, wie er heute halt handelt. Er hat die Mars-Sonnen-Konjunktion, das heißt Mars, er ist ein Macher, und Neptun da drauf, was natürlich auch mit Täuschung zu tun hat, was mit Illusion zu tun hat, alles im Zeichen Skorpion nach der vedischen Astrologie, das super Zeichen für Veränderung, Transformation und auch Magie. So, jeder wird ausgestattet, und daher habe ich diesen Video gemacht zu diesem Thema, weil mir ist es aufgefallen kürzlich, dass halt sehr viele Leute eine Menge Geld ausgeben auf diesen Seminaren, und da wollte ich einen Beitrag zu machen. Daher bleibt dran, seht euch den Video bis zu Ende an, und ich hoffe, er regt an zum Nachdenken. Ich gebe später auch Beispiele, wer Opfer ist und wer Täter ist in diesen großen Geschäften, die getätigt werden. Inwiefern ist Coaching ohne Astrologie realistisch? Sind wir immer auf einer Straße der Erweiterung, oder ist Erweiterung zu jeder Zeit möglich und es gibt keine Phasen der Verengung? Ja, es gibt Zeiten der Verengung und es gibt Zeiten der Erweiterung, wo es nach oben gehen kann. Astrologie ist erstens Diagnose, Prognose und als drittes Verbesserung, Remedy, Optimierung. Auch in Astrologie gibt es Optimierung. Aber ich möchte hier heute aufzeigen, dass es leider nicht grenzenlos gehen kann. Dennoch möchte ich heute hier diskutieren, warum es in aller Welt so ist, dass unsere Möglichkeiten nicht grenzenlos sind. Beziehungsweise ich werde herausarbeiten, wie jeder seine oder ihre individuellen Grenzen hat, die man durch die Astrologie bestimmen kann. Und somit wird das Coaching ein voll erleuchtetes Coaching und nicht ein halb erleuchtetes Coaching. Bleibt am Ball. Ich habe dieses Video gesehen, Glück gegen Cash. Und dann habe ich mir gedacht, ich will ein Video darüber machen, was die Astrologie dazu sagt. Kannst du jederzeit mit dem Universum korrespondieren und dann auf einmal deine Grenzen sprengen von heute auf morgen, ja oder nein? Und wenn ja, warum ist das so? Erstmal, bevor ihr euch diesen Video weiter anseht,
könnt ihr vielleicht ein bisschen in diese Videos reinzippen, wo ich hier auch das JPEG auf dem Screen zu habe. Also ihr braucht auch einfach nur einen YouTube Coach und Deutschland reinzugeben, dann kriegt ihr eine Menge Videos und dann wisst ihr, worüber ich spreche, worauf das hier eine Reaktion ist. Jetzt zum Thema. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, warum eine Person ein bisschen Bemühungen macht und direkt so ein fettes Ergebnis bekommt und Hunderttausende von Euro verdient mit Coaching? Und eine andere Person macht vielleicht mehr Bemühungen, bereitet sich besser vor, ist vielleicht sogar noch besser im Sprechen, im Ausdruck, macht vielleicht noch andere Arrangierungen, die nach außen hin viel perfekter sind, aber es endet alles in einem Schuldenberg. Die Antwort der Astrologie ist simpel und einfach. Wir dealen hier mit der materiellen Natur. Niemand ist so frei, wie es die Coacher einen verzelle wollen, wie sie es einem erzählen wollen. Niemand ist so frei. Vergess es einfach. Wir sind nicht so frei, dass jeder alles machen kann, was er, was sie will. Und es ist echt ein Jammer, dass so wenig Menschen so grundlegende spirituelle Prinzipien nicht verstehen, obwohl sie auf den Markt gehen und sagen, ja, sie sind vielleicht auch spirituelle Lehrer oder sie haben spirituelle Schulungen gehabt, aber sie können nicht mal verstehen, wie Karma arbeitet. So ein Horoskop ist ein Blueprint, ist eine Straßenkarte deines Karmas. Da kannst du genau sehen, welche Handlungen du in wichtigen, vorangegangenen Leben gemacht hast. Tatsächlich gehen deine Ambitionen und deine Gedanken und deine Wünsche nicht verloren. Und tatsächlich ist Tod auch nur eine Illusion und du wachst danach wieder auf und fährst fort in einer Mentalität, die du in einem wichtigen, vorangegangenen Leben entwickelt hast. So, das ist das, was das Horoskop zeigt. Mars zeigt, wie du handelst, Venus, wie du liebst, Merkur, wie du denkst, Jupiter, dein ethisches und moralisches Mindset. So, der Astrologe kann deine Bedingtheit sehen. So, und jetzt bei dem Wort bedingt, da müssten schon die Glocken läuten. Wir sind nämlich bedingt. Ja, wir sind bedingte Seelen und nicht jeder hat die gleichen Handlungen gemacht in der Vergangenheit und daher kriegt auch nicht jeder die gleichen Reaktionen. Malen wir uns einfach mal ein Horoskop aus von einem erfolgreichen Coach. Er hat zum Beispiel Sonne Jupiter in einem guten Aspekt und ist zudem noch in einer Jupiter-Hauptphase. Nehmen wir mal an, er hat Jupiter im zweiten Feld, wie ihr es hier in der Grafik links seht, und er hat Sonne im 10. Feld. Ihr seht bereits, das ist die gleiche Farbe, das heißt, sie sind in einem guten Aspekt. Er wird dann zum Beispiel in seiner Jupiter-Sonnen-Unterphase den super Auftritt haben in der Öffentlichkeit und wird super Einnahmen erzielen. Während eine Person, die zum Beispiel gerade in einer Saturn-Phase ist und den Saturn im 2. Feld hat, und dann nehmen wir mal an, die Sonne im 7. Feld, was nicht unbedingt ein guter Aspekt ist, dann wird er zum Beispiel eine andere Person auf den Podest heben mit Sonne im 7. Feld und die Saturnphase wird sein altes Karma in Wallung bringen, dass er nämlich zu viel Geld ausgegeben hat in einem wichtigen vorangegangenen Leben, sich nicht verantwortlich für seine Familie gesorgt hat, das Geld einfach aus dem Fenster geworfen hat. Und deswegen wird er in diesem Leben ernten. Wenn er Schulden macht, wird er sofort das Inkasso haben, was ihm den Kühlschrank pfändet. Weil die Person hat Saturn im 2. Feld. Solch eine Person, wenn sie in ein Coaching investiert und 10.000 Euro einem bereits reich gewordenen Coach zu den Füßen legt und dann erwartet, dass ja, ich werde auch so erfolgreich sein wie dieser erfolgreiche Coach. Denn this is a dream you never will see. Du magst dich dann auf den Kopf stellen und IA sagen und das super duper Mindset haben und genau den Anweisungen deines Supercoaches folgen
Du wirst nicht das gleiche Ergebnis haben. Du wirst es nicht haben. Du wirst nicht dahin kommen. Vielleicht wirst du mental irgendwie ein bisschen was verstehen oder dich vielleicht ein bisschen verändern. Allerdings, there is no way, weil es gibt die materielle Natur. Und diese materielle Natur, sie arbeitet nur mit Verzögerung, weil sie ziemlich fett ist, richtig fett. Die materielle Natur ist richtig fett. Erde, Feuer, Wasser, Luft und so weiter. Geist, Intelligenz und falsches Ego. Wenn du allein schon siehst, wie schwer es ist, ein Ego zu verändern. Diese ganze Materie ist sehr langsam im Programmieren. Was du jetzt reingibst, wenn du sehr fromme oder, sag ich mal, positive Handlungen ausführst für lange Zeit, ja, dann wird sich das irgendwann zeitigen. Wenn du Gutes reingibst oder wenn du Großzügiges reingibst, wirst du Großzügiges ernten. Und ja, diese Leute, die dieses Karma haben, die Supercoacher, die waren anscheinend mal großzügig oder haben irgendetwas gemacht, dass sie jetzt auf dieser Ebene surfen können für einige Zeit. So put $500 in the first circle, $1,000 in the second circle, $5,000 in the third circle, and then $10,000 in the fourth circle. But again, you can use any intention, any desire, any area of life that you want. Underneath this, you're going to write down parallel universes, meaning each of these desires are possible realities you can sink into. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Jupiter-Pluto. Wenn Jupiter-Pluto günstig zueinander stehen, Pluto hat auch mit Durchsetzung zu tun, mit Power, ja, mit Energie, und Jupiter hat mit Vorankommen zu tun, dann sind es meistens Leute, die sehr leidenschaftlich, sehr passionate arbeiten können mit einem guten Resultat. So, und selbst Leute mit Pluto-Jupiter-Spannung, also Quadrat oder Opposition, sind imstande, über Leichen zu gehen oder mit dem Ellbogen ganz schön weit nach vorne zu kommen, wenn vor allen Dingen die Phasen dazu stimmen. Man muss immer die Dasha-Perioden sehen, also die astrologischen Phasen, weil nämlich die alleine das Auslösen, den Erfolg ermöglichen. Es ist so wie bei einer Sinfonie, wo an einem Punkt eine Trompete oder eine E-Gitarre durch ein Solo in den Vordergrund kommt, dann erhält das Solo-Instrument ein Backup vom ganzen Orchester. Ebenso ist es eben bei der materiellen Natur, bei den Planetenphasen, in denen ihr seid. Da wird der Planetenherrscher, in dessen Phase ihr seid, Venus, Jupiter, Saturn oder was immer, die anderen Planeten im Griff haben, also die anderen Einflüsse im Griff haben, und dadurch wird ein gewisses Karma released, also freigesetzt. Mit anderen Worten, wenn du in einer Jupiter-Phase bist und dann Venus-Unterphase hast, wird Venus mit ihrer Kunst, mit ihrer Schönheit, mit ihrer Möglichkeit zur Sinnbefriedigung in Jupiters Dienst arbeiten. Oder Saturn wird dem Jupiter mit Stabilität und mit Disziplin zur Verfügung stehen. So hat jeder seine individuellen Konstellationen. Und zum Schluss möchte ich noch ein kleines anderes Beispiel geben, was ich auch immer wieder gesehen habe bei meinen Kunden. Wenn nämlich eine Sonnen-Jupiter-Spannung besteht oder ein Quadrat-Opposition besteht im Horoskop des Horoskop-Eigners, das sind genau die Leute, die gerne Abkürzungen nehmen wollen und die ganz typisch zu Opfern dieser Super-Coaches und dieser großen Versprecher und Persönlichkeitsarbeiter werden. Das sind genau diejenigen, die da drauf reinfallen oft und dann nicht das gleiche Ergebnis bekommen oder nur ein halb so gutes Ergebnis bekommen oder ein Viertel so gutes Ergebnis bekommen und folgedessen auch dann nicht wirklich zufrieden sind. Dann werden sie vielleicht geteased sein, hier einfach ein schnelles Seminar zu buchen, um dann doch noch ganz schnell zu dem Resultat zu kommen, dem gewünschten Resultat. Dass sie ebenso auf der Schnellstraße zum Erfolg kommen wie ihr Coach-Vorbild. So, mit anderen Worten, ich möchte
diesem Video damit abschließen, dir zu sagen, dass ja, wenn du Träume hast, zum Beispiel ein Coach zu werden oder irgendein erfolgreiches Business zu machen, wovon du dir versprichst, von heute auf morgen von einer vierstelligen Summe zu einer fünf- oder sechsstelligen Summe im Monat zu kommen, check erstmal ab, was die materielle Natur dazu sagt. Check erstmal ab, was dein Horoskop dazu sagt. Check erstmal ab, bevor du große Ausgaben hast und verschuldet bist und deine ganze Existenz an einem Gipfelabgrund steht und dein ganzes Leben wie ein Wackelpudding ins Wanken kommt. Für deinen individuellen Abcheck stehe ich dir gerne bereit. Hier ist meine E-Mail eingeblendet. Pass gut auf dich auf und ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Dein Art-Astrologe Leonardo. Ciao.